Ihren Ursprung hat die Schwarzach bei Neumarkt in der Oberpfalz, wo sie sich schlängelnd und meandernd ihren Weg in den südlichen Landkreis Nürnberger Land sucht. Bei Rasch trifft sie auf das Gemeindegebiet der Stadt Altdorf und wird fränkisch. Das Dorf Rasch ist eines der ältesten Orte in der Region. Funde aus der Jungsteinzeit belegen, dass die Gegend schon sehr früh besiedelt gewesen sein muss. Grund war sicherlich auch die fruchtbare Schwarzachniederung, an der oberhalb das beschauliche Dörfchen erbaut wurde. Zunächst eingebettet zwischen den Hängen zur höher gelegenen Dörlbacher Au, über die sich südlich der Dillberg mit seinen fast 600 Metern erhebt, weithin sichtbar mit seinen beiden markanten Sendemasten, und nördlich der Jurastufe, über die man ins mittelalterliche Altdorf kommt, fließt die Schwarzach in Richtung Westen. Wie Perlen reihen sich Naturschönheiten aneinander. So liegt nur wenige Meter oberhalb der Brettheimmühle die Löwengrube. Hier wurde vormals Sandstein gebrochen, unter anderem für den Bau der ehemaligen Universität Altdorfina. Später wurde die Löwengrube zum Vergnügungsort der Altdorfer Studenten, zu denen auch der spätere Feldherr Wallenstein zählte. Noch heute ist die Löwengrube bei Jung und Alt ein beliebtes Ausflugsziel. Gleich in der Nachbarschaft befindet sich die Teufelshöhle, aus der man früher Scheuersand holte. Heute leider einsturzgefährdet und man sollte sie nicht mehr betreten. Idyllisch ist das Schwarzachtal hier. Zwischen Wiesen, alten Bäumen schlängelt sich der Fluss weiter. Vorbei an den bewaldeten Hängen verläuft auch der Jakobsweg. Das aufwendig renovierte Schloss Grünsberg, heute im Besitz der Stromerschen Kulturdenkmal- und Naturstiftung, versteckt sich etwas oberhalb des Flusses im Wald. Die benachbarte Sophienquelle gilt als eine der größten barocken Quellfassungen nördlich der Alpen. Der Nürnberger Patrizier Johann Paul III. Paumgartner ließ sie in den 1720er Jahren zu Ehren seiner Gemahlin Sophia errichten. Auf der anderen Seite des Schlosses versteckt sich in den Rätsandsteinschluchten die wildromantische Klamm der Teufelskirche. Das Tal weitet sich und die Burgthanner Burg zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Der Raubritter Eppelein von Geilingen, der fränkische Robin Hood, der im 14. Jahrhundert die Handelswege rund um Nürnberg unsicher machte, verbrachte dort seine letzte Nacht, bevor er zu Tode verurteilt in Neumarkt qualvoll gerädert wurde. Die Burgthanner denken seiner mit den Eppelein-Festspielen auf der Burg, Romanze inklusive, versteht sich. Die Schwarzach erreicht bei der B8 die Gemeinde Schwarzenbruck, das mit dem Petschen und dem Faberschloss gleich mit zwei imposanten Bauwerken aufwarten kann und einer weiteren Rarität, dem Schwarzenbrucker Moor. Unweit davon aber beginnt wohl die aufregendste Landschaft, die die Schwarzach auf ihrem ca. 55 Kilometer langen Flussverlauf geprägt hat, die Schwarzachklamm. Seit 1986 steht sie unter Naturschutz. Die Schlucht zählt zu Bayerns schönsten Geotopen mit offiziellen Gütesiegel. Der Albrecht-Frister-Wanderweg, benannt nach einem früheren Bürgermeister von Schwarzenbruck, führt entlang an bizarren Formationen und imposanten Felskulissen, die bis zu 20 Meter in die Höhe aufragen, an Überhängen und grottenähnlichen Gewölben. In einem der größeren Gewölbe, so sagt man, feierten 1632 König Gustav Adolf und seine Generäle eine Andacht. Bekanntlich traf der Schwedenkönig mit seinem Heer bei der alten Feste bei Zirndorf auf das des Feldherrn Wallenstein, an den die Altdorfer mit ihren Wallenstein-Festspielen alle 3 Jahre erinnern. Schließlich trifft die Schwarzach auf den alten Ludwig-Main-Donau-Kanal, der sie hoch über ihr als Brückkanal überquert. Die gleichnamige Gaststätte mit dem großen Außenbereich ist Treffpunkt nicht nur der Feuchter und Schwarzenbrucker, auch die Nürnberger kommen gerne hierher. Der alte Kanal darf nicht unerwähnt bleiben, auch er zählt zu den landschaftlichen Schönheiten im südlichen Nürnberger Land. Und seine Trassenführung orientierte sich am Lauf der Schwarzach. König Ludwig I. von Bayern realisierte den Bau, an den von 1830 bis 1846 tausende Arbeiter schufteten. Doch schon 25 Jahre später verlor der Kanal an Bedeutung. Die neue Bahnstrecke Nürnberg-Regensburg vereinfachte den Lastentransport deutlich. Bei Schwarzenbach ankert das Treidelschiff Elfriede, auch eine Attraktion. Auf diesen kann man sonntags in den Sommermonaten das gemütliche Dahingleiten, gezogen von einem Treidelpferd, genießen. Unter dem Brückkanal verlässt die Schwarzach das Nürnberger Land und erreicht den Landkreis Roth, um über Wendelstein in Richtung Schwabach weiterzufließen, wo sie schließlich in die Rednitz mündet und ihr Wasser über den Main und Rhein in die Nordsee schickt.
Über das Schwarzachtal gäbe es noch vieles zu berichten. Es ist übrigens auch Namensgeber für die Volkshochschule von Altdorf, Burgthann, Schwarzenbruck, Feucht, Leinburg und Winkelheid und hat auch heimat- und naturkundliche Veranstaltungen im Programm. Das Schwarzachtal, uralte Kulturlandschaft, in der sich gut leben lässt, zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter.